Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung aus dem Traktor heraus. Denn ja, wie unschwer zu erkennen, bin ich bei diesem schönen Wetter natürlich noch etwas unterwegs. Habe trotzdem gerade zwei Meldungen vernommen, über die ich gerne mit euch reden würde. Die eine ist erfreulich, die andere nicht so. Die fällt mehr so in Richtung und täglich grüßt das Murmeltier. Heute mal nicht Messertier, das Messer scheint im Geschirrspüler zu sein. Heute ist mal mit der Spitzhacke freigedreht, aber kommen wir gleich zu. Gucken wir uns erst mal die positive Meldung an. Die hat der Tageslügel für uns und bezieht sich auf einen Sonntagstrend vom Meinungsforschungsinstitut INSA. Die haben nämlich herausgefunden, dass die Grünlinge mal wieder abgeschmiert sind. Ja, welche Überraschung, die schmieren ja mehr oder weniger am laufenden Band ab. Aber die sind nun auf dem niedrigsten Stand seit 6 Jahren angelangt. Die bekämen noch sage und schreibe 11%, wenn denn nun Bundestagswahlen wären. Die gesamte Ampel kommt noch auf 32%. Hier vor einem Monat waren es noch 33%. Die Prozentwerte, die sinken immer stärker. Sicherlich kann man jetzt eher die Frage stellen, wer wählt denn die überhaupt noch? Es sind 32% zu viel, aber die Tendenz geht meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Für die Grünen allerdings weniger erfreulich, für alle anderen, denke ich, ein Grund, über den man doch nicht nur schmunzeln kann, über den man auch froh sein kann, so zum sonnigen Sonntag. Worüber man allerdings weniger froh sein kann, ist ein Vorkommnis aus Hamburg dieses Mal. Die haben ja mittlerweile täglich irgendwo einen Messervorfall. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann der letzte Vlog war, wo wir nicht zumindest am Rande thematisiert haben, dass mal wieder irgendwo was vorgefallen ist. Dieses Mal, habe ich es ja gerade schon angeteasert, ging es zwar nicht um einen Messerangriff, sondern um einen Angriff mit einer Spitzhacke und einem Molotow-Cocktail. Nur macht es nicht unbedingt besser, nicht wahr? Zugetragen hat sich das Ganze in Hamburg, unter anderem die Online hat berichtet, aber auch so ziemlich jede andere Plattform, weil die Polizei den Angreifer abschießen musste, anders ging es nicht. Da scheint ein 39-Jähriger, hier online spricht von einem Deutschen, naja gut, ob nun mit oder ohne Detonationshintergrund, das ist jetzt nicht genauer mitgeteilt worden, beziehungsweise mit oder ohne Pass, ne? Naja, Pass scheint er ja gehabt zu haben, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, man darf das ja nicht ganz so offen thematisieren, im besten Absurdistan aller Zeiten. Auf jeden Fall ist es wohl ein 39-Jähriger, wenn man Hamburg und Molotow-Cocktail zusammennimmt, dann ergibt sich da auch so ein gewisses Vorurteil, aus welcher Richtung das eventuell gekommen sein könnte. Aber hey, mal gucken, ob man da irgendwas Offizielles zu erfahren wird. Auf jeden Fall ist der wohl aus einem Lokal gekommen mit einer Spitzhacke. Naja, was man eben so dabei hat, wenn man irgendwo schick ausgeht. Ich meine, ich habe auch immer meine Spitzhacke mit, nicht wahr? Kann man ja brauchen, wenn man spontan einen Dungeon bei Minecraft erkunden möchte. Ja, tut mir leid, dass ich da so zynisch reingehe, aber was soll man denn zu so einem Wahnsinn sagen? Der kam auf jeden Fall mit der Spitzhacke und dem Molotow-Cocktail aus einem Lokal, hat dann offensichtlich die Polizei bedroht vor Ort. Die haben mitgeteilt, dass er doch bitte die Spitzhacke ablegen soll. Er hat sich daraufhin irgendwie lustig drüber gemacht, meinte, ja, schieß doch, und ist dann die Polizei zugegangen mit Drohgebärde. Und die scheinen dann, naja, eine gewisse Gefährdung erkannt zu haben für sich, was jetzt nicht unbedingt allzu weit hergeholt ist. Das Motiv hinter der Tat ist noch vollkommen unklar. Man geht aktuell davon aus, es hätte keinen Fußballbezug. Naja, also wäre mir jetzt auch neu, dass man Fußball mit Spitzhacken spielt, aber mag sein, dass ich, da ich kein allzu großer Fan dieser Sportart bin, da einiges übersehen habe. Vielleicht ist das eine neue Spielvariante oder so. Nee, auch hier Scherz beiseite. Warum zur Hölle soll das bitte einen Fußballhintergrund haben? Naja, man hatte wohl die Befürchtung, dass es etwas mit der Fanmeile in Hamburg zu tun haben könnte. Hat es aber wohl bisher nicht. Ein religiöses Motiv hat man auch noch nicht mitgeteilt. Allerdings halte ich es in dem Fall auch für relativ wahrscheinlich, dass es irgend so Suffkopf aus einer bestimmten politischen Richtung war, der vergessen hat, seinen Molotow-Cocktail einfach zu Hause zu lassen. Schlimm genug ist es trotzdem, wer das nun gewesen ist und mit welchem Hintergrund der da offensichtlich durchaus billig in Kauf genommen hat, andere zu verletzen, hat wohl versucht, den Molotow-Cocktail anzuzünden und auf Leute zu werfen. Also jetzt ganz so ein gemütlicher Sonntagsspaziergang war es dann doch nicht. Wer das nun konkret war und warum er es gemacht hat, ist eigentlich relativ wurscht, denn es ist irre. Der gehört weggesperrt, entweder hinter schwedische Gardinen oder ins Auto mit den viereckigen Rädern. Ist nämlich mittlerweile einfach nur noch Irrsinn, was hier längst normal geworden ist. Gestern Messerangriff, vorgestern Messerangriff, Montag 2 Messerangriffe, jetzt haben wir einen Spitzhacke- und Molotow-Cocktail-Angriff. Und das sind alles Sachen, da kann mir keiner erzählen, das hat es hier schon immer gegeben. Ich wohne ja nun schon etwas länger hier in diesem Land. Viele von euch sicherlich auch. Und könnt ihr mir bitte nur mal stichprobenartig eine Woche Zeitungsartikel aus 2004 oder 5 oder 3 oder 9, keine Ahnung, sucht euch was aus, aus einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren zurückgerechnet, könnt ihr mir da stichprobenhaft eine Woche zeigen, in der es vergleichbar viele Angriffe im öffentlichen Raum gegeben hat?
Ich wage es zu bezweifeln. Wird ein bisschen schwierig. Worauf will ich hinaus? Mittlerweile ist es Normalität. Man schafft es kaum noch über einen Tag zu kommen, die Berichterstattung zu lesen, ohne dass man etwas vernehmen muss, wo man wieder einer freigedreht ist und andere attackiert hat. Wir hatten ja gestern schon in der Eilmeldung, dass es nicht daran liegt, dass man jetzt einfach häufiger darüber spricht. Nein, die Vorfälle nehmen tendenziell eher zu, oft mit einem bestimmten kulturellen Hintergrund, so sozialisierungstechnisch. Manchmal sicherlich auch, weil irgendjemand gerade Langeweile hatte, wie auch immer man das jetzt zusammenfassen möchte. Fakt ist jedenfalls, es findet häufiger statt und in deutlich höherer Frequenz. Mitunter sogar parallel an mehreren Orten gleichzeitig brutal. Früher gab es sicherlich mal einen Vorfall, wo jemand andere attackiert hat. Dann war da aber auch wieder Schluss in Anführungszeichen. Da gab es da wochenlang Sondersendungen, da gab es ein vernünftiges Gerichtsurteil, der saß ein und fertig war die Kiste. Mittlerweile ist es eher so, ach, heute hat es hier gemessert, morgen messert es dort. Ja, zwischendurch haben wir noch Angriffe mit Molotow-Cocktail, 200 Leute verwüsten Kreuzberg, ja meine Güte. Und ist noch irgendwas Ungewöhnliches passiert? Eigentlich ziemlich traurig, dass man da mittlerweile so gleichgültig drüber redet. Aber was soll man denn dazu sagen? Es ist ja nun mal und täglich grüßt das Murmeltier. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass es morgen nächsten Vorfall geben wird. Ob nun mit oder ohne Fußballbezug, ist mir da persönlich scheißegal. Denn komischerweise scheinen wir auch eins der wenigen Länder zu sein, die mit diesen Vorfällen täglich von sich reden machen. Ja, in anderen westeuropäischen Staaten haben sie ähnliche Probleme, Frankreich zum Beispiel. Wenn man sich aber beispielsweise mal in östlichere Richtung umschaut, da ist sowas nicht an der Tagesordnung. Da gehört es nicht zur Normalität, dass da jemand mit dem Messer durch die Gegend zieht und Leute attackiert oder mit einem Molotow-Cocktail oder Spitzhacke. Das sind Vorfälle, die scheinen eher so, ja, wie kann man das jetzt zensursicher formulieren. Die scheinen in bestimmten Ländern um sich zu greifen, in denen eine bestimmte politische Richtung die Oberhand gewonnen hat. Unter anderem die jetzt nur noch 11% bekommen. Und ob das nun erfreulich ist, dass diese Zustände überhaupt erst herbeigeführt werden konnten? Naja, wie hat ein namhafter Grünling vor einigen Jahren gesagt, das Land wird sich drastisch ändern und die Dame freut sich darauf? Oh, Glückwunsch, hab Spaß damit, nicht wahr? Wenn das die gewünschte Änderung war, dann frage ich mich schon, was bei einigen Leuten eigentlich schiefläuft, wenn sie sowas gut finden. Aber naja, das Land hat sich drastisch geändert oder dramatisch oder drastisch, ich glaube drastisch war die Formulierung. Und einen Grund zur Freude sehe ich darin nun überhaupt nicht. Aber vielleicht haben die Grünlinge da andere Parameter, die sie zur Beurteilung anlegen. Jetzt macht euch einen schönen weiteren Sonntagabend, lasst euch nicht ärgern von all dem Irrsinn. Mal sehen, ob wir nachher im Flöckchen dann schon den nächsten Vorfall dieser Art besprechen müssen. Ich habe ja die Nachrichten jetzt gerade eben nur überflogen. Das aus Hamburg habe ich in unserer Grotte auf Discord mitbekommen. Die Insa-Umfrage habe ich selber gesehen, als ich mal kurz so die Portale durchgescrollt habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich werde noch einigen Irrsinn weiter ausgraben, wenn ich nachher zu Hause bin. Und naja, ich möchte jetzt nicht um eine Familienpackung Klopapier wetten, auch wenn die Wette wahrscheinlich zu meinen Gunsten ausgehen würde. Aber eigentlich ist es ja nicht positiv, wenn wir dann nachher direkt den nächsten Vorfall der dritten Art zu besprechen haben. Aber das werden wir dann sehen. Deswegen bis dann.